Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fire Emblem Warriors. In der letzten Folge haben wir in der Wüste, in der Arena-Wüste, gegen Marth gekämpft, diesen besiegt. Und dieser hat uns dann gesagt, dass die Armee von Girlstone den Chaosdrachen jetzt wiederbeleben will. Und das wollen wir verhindern natürlich. Also beginnen wir direkt mit dem Kapitel. Kapitel 5. Die Tafel des Drachen. We've almost reached the dragon's table. I wonder what Valadar is planning. Me too. I guess we'll find out when we get there. Right, Robin? Robin, are you okay? Yeah. Something's wrong. What's the matter? I just haven't been able to sleep well lately. My head. You don't look well at all. You probably need rest. You're right. I should probably sit out the next battle. You're in no shape to protect yourself. I'll stay back and keep an eye on you. Thanks, Crom. We won't have to worry with Crom watching over you. You can leave the dragon's table to us. Actually, I've got something that needs my attention. What? You aren't going to fight with us? I'm sorry. I'll catch up with you later. Very well. Come on, everyone. Prepare yourselves for the battle ahead. Okay. Besiege Magier und Valdar. Ich spiele. Yes, sir. Ach, da ist wieder eine Kiste. Den der Angriff. Roger. Right here. That's not possible. Aha. Waldruine Ost. Und du musst das bekämpfen. Okay. So. Was ich noch nicht erwähnt habe, ich habe mir jetzt off-cam mal den DLC gekauft. Das heißt, wir haben hier in diesem Game noch mehr zu entdecken danach. Allerdings weiß ich noch nicht, wie man den DLC richtig freischaltet. Also ich glaube, das ist einfach, wenn man die Story durch hat, kommen noch mal was dazu. Es kommt dann auf der Karte extra Missionen, glaube ich. Okay, finde ich interessant. Gerade als wir diese Szene hatten mit diesem Nebel, wurde sogar auf der Minimap markiert. Wer zum Geier? Wo zum Geier die wurde markiert? Bro, wo? Die Kamera sich gerade befindet, ne? Jetzt müssen wir hier rüber. Da drüben kämpft schon einer. Okay, da komme ich nicht hin. Ein Teil von den Truppen rückt vor. Okay. So, das heißt, Niederlagebedingungen haben sich geändert. Können wir mit Cordelia kämpfen? Ja, kann ich. Pfeile der Lüfte können nur von Flugeinheiten in Anspruch genommen werden. Sie werden auf der Minikarte mit einem Flügel und Pfeil gekennzeichnet. Flugeinheiten können Abgründe überqueren, indem du B drückst, wenn sie sich ihm genähert haben. Du kannst ihnen auch Befehle dafür geben. Als Kombi können Flugeinheiten normale Einheiten über die Pfeile der Lüfte transportieren. So. Einmal hier. So, wir müssen auf jeden Fall sehr viele Gegner besiegen noch. Wir müssen ja unsere liebe Anna wieder holen, unsere Shop-Dame. Der Heiler ist da drin, gell? Ich bin schon dabei. Gut. Und so müsste es funktioniert haben, dass ich alle drei erwischt habe.
Und wahrscheinlich nicht. Leider nicht, wie es ausschaut. Weil ich die Attacke in die falsche Richtung getan habe. Gut, hier. Soldat ist down. Der Magier ist bereitet. Die Tafel sollte es mit Vorsicht betreten werden. Okay. Ich muss kurz auf die Karte. Right here. Ready. Right here. Ja, passt so. Ready. Yes, sir. So, hier. Roger. What is it? Und Magier. So. Ja, ich lasse ihn auch nicht. Lass ich auch nicht, versorgen. Wo ist der Magier? Hier lang müssen wir mit dem Magier. So, dich besiegen wir kurz. So. Okay. Okay, der Magier ist besiegt. Okay. Gut, der ist down. So, dann holen wir uns noch schnell die Festung hier. So, hier. Perfekt. Ah, hat funktioniert auch so. Perfekt. Hier. So, eine der Magier ist hier. Gut. Die besetzen wir schnell. Und dann schicken wir Frederick zurück in die andere Festung zurück. So. Gut, Frederick. Angriff. So. Okay, war wieder ein Fehler wahrscheinlich. Egal. So. Da ist ein Magier. Gut, hier. Gut, hier. Level up. Wahrscheinlich sind wir jetzt Level, keine Ahnung, 12. So. Ja, ich bin schon dabei. Als ob hier Zeitmission ist, oder was? Hier ist zu. Warum ist hier noch zu? Naja. Magier besiegt.
Wir müssen jetzt den Schlüssel holen. Ja, ich besiege ihn jetzt noch nicht. Aber ich kann Bock zu jetzt. Gut. Robin, what's wrong with you? Er sieht aus wie besessen. Okay. Let's clean up, shall we? The mission starting. Neue Mission. Ach komm, ich brauch doch nur den Schlüssel, der hier irgendwo sein soll. Gut. Wo ist der direkt Schlüssel? Right here. Ready. If we... Right here. That's not possible. Angriff Torwächter. Ready. I'll go. Okay. I received a report. Ach du heilige Maria, Mutter Gottes, wie viel Schaden macht ihr? So. So, Level Up haben wir hier. Level 7 jetzt, perfekt. Ready to go shopping? Let's get to it. Ich gehe gleich. Wappen. Reinforcements? No matter. Kill every last soldier of the Aetolian army. I see enemy reinforcements. Ach komm, Alter. Ich gehe kurz zum Laden. Und dann gehe ich runter zu ihr. Ja, Lisa ist fast down. Scheiße. Ein Andenken erhalten. So, dann muss ich kurz da runter. Lisa ist fast down. Das ist bescheuert, Alter. Ich hab den Schuss. Bescheuert, was ich hier gerade mache. So, sie heilt sich gerade. Perfekt. Wir müssen jetzt, ich will jetzt gerade nur die Kiste haben. Die Truhe, meine ich. So, hier. So. Komm. Gut. Hier ist jetzt die Truhe öffnen. Neuer Stab erhalten, okay. Dann, meine Dame. Right here. Angriff. Dann laufe ich schnell runter zum den anderen Leuten und kümmere mich um die ganzen Leute da. So, jetzt kann ich auch durchlaufen. Meiner Meinung nach, weil wir durch sind mit allen. Fast. Deinen Gegner besiegen zumindest, du mein. No, I think our target's in danger.
So, es wird wahrscheinlich nicht funktionieren mit ihr, aber trotzdem. Dass vielleicht was passiert. So. Gut, Festungskommandant down mit dir. Pegasus Ritter Level 10 haben wir sie jetzt. Now I must Robin. Do we really need to fight? Damn it. So. Gut hier. So. Gut. Anderes. Frederick. Befehle. So. Scheiße, egal. Wegen der Kraftanzeige. Naja, einfach rennen. Krom? Where am I? The last thing I remember is entering the forest. Thank the gods. I've come out of it. Rest now. And speak later. I don't want to cause trouble for you, Krom. I think I will stay here and rest. Darin hat das Schlachtfeld verlassen. Perfekt. Habe ich da ein Zeitlimit? Sieht nämlich nicht so aus. Ich muss von der anderen Seite. Ich muss rüber. Die Festung ist wieder besetzt worden. So, jetzt habe ich die Festung wieder. Du kümmerst dich um den. Jetzt gehen wir dahinter. So. Gut, du bist down. Der Posten gehört auch uns. So. Frederick hat den befohlenen. Yes, sir. Komm, ich um den hier. Einfach weiter. So. So, jetzt muss ich hier rüber und die ganzen Tore öffnen, wie es ausschaut. So, der Feuerposten hier nehme ich mit. Gut. So, wir müssen dahinter fliegen jetzt. Level up für wen? Frederick. Ach, tatsächlich sogar. This meets my expectations as a knight. Gut, hier. So. Down mit dir. Du musst die Türen runterlassen, dass die Leute auch herkommen können. Hä? Also. Perfekt, jetzt kann ich da runterfliegen und das gleiche da drüben machen. Und dann haben wir die Wege gemacht. Dass jetzt alle herkommen können. Wer ist denn oben? Frederick, ja? Holen wir uns die letzten Festungen da. Ah.
Level 13 schon. Do I look any taller? Ich bin falsch abgebogen. Hier hinter muss ich. Ich hole die letzte letzte Festung und dann können wir hier den Boss machen. So. So, jetzt sind wir Partner. Das heißt, wir können jetzt zum Boss gehen. Der Soldat wurde besiegt. Wir gehen jetzt zum Boss. Nehmen den Vorderposten noch mit. So, und schauen, dass wir Walda down machen jetzt. Oder down bekommen. Ja, benutze einfach den hier. Okay. Doppelschlag. Bei voller Waffenleiste drücke ZD, um Doppelschlag auszuführen und damit der Unterstützer des Gegners den Gegner angreift. Die Gegnerverteidigung kann zerstört werden. Nutze deine unterstützende Einheit einer Waffe, die dem Feind gegenüber im Vorteil ist, löse ein Doppelschlag immer eine Staranzeige aus. Bro, what the fuck geht gerade ab? Das war schon? Moin. Robin is back to normal and we beat the enemy general. Looks like a victory. We should seal this altar so it can never be used for this ceremony again. Thanks to you all, we stopped the ceremony in time. And if that's the case, I won't be needing this mask anymore. In truth, my name is Lucina. I hail from the same world as Krom. Well, I guess our worlds aren't exactly the same. Where we are from, the situation is rather dire. It's a grim future yet to unfold. You're from the future? Huh? Wait, but you said we. Who else came with you? The hero's origin unveiled at last. Hark! The blood of the virtuous few enriches my veins as well. Blood that I share with another. A gentle soul set adrift on the... Let's get to the point. Okay. Long story short, Liz is gonna be my mom. Wait! What?! That's right, Mother. I'm your loving son from a far-flung future. But how to prove the truth of my words? Of course, I'll share a secret that only your child would know. No, stop right there, Owen! No secrets, because I believe son? But Mother, you need to know in your soul that I'm your flesh and blood! Lucina... The brand. Could it be? Hello, Father. Better, Lucina? Yes, Father. Father? Should I call you something else? No, it's just strange to my ear. I like it. Krom! Lucina! You got a minute? Pardon the intrusion, my lord, but the last patrol returned with vital information. They reported a fierce battle between two armies we've never seen before. Could they be people who came through the portals like we did? If that's the case, then there could be a hero from another world with them too. Hold on. We could get pulled into their war if we do this wrong. Ha! A power above must favor our quest! The solution has revealed itself! What solution do you mean, Owain? What are you saying? Owain, speak plainly. Oh,
Maybe we split up and approach both sides at the same time? If we split our forces and a battle breaks out, we would be in serious trouble. But a smaller force would be able to move about unnoticed. Time is critical. Let's take the risk and split into two groups. Okay. Damit hat sich jetzt also auch das Geheimnis von Owen aufgetan und Lucina hat sich ja nicht gezeigt. Alles klar. Neues Buch. Alles klar. Du brauchst ein Meistersiegel, um eine Aufstiegsfibel herzustellen. Nur mit einer Aufstiegsfibel kann eine Einheit zur nächsten Klasse befördert werden. Meistersiegel sind sehr wertvoll, da es nur eine begrenzte Anzahl von ihnen gibt. Sammle sie alle, damit du für jeden deiner Verbündeten einen zur Verfügung hast. Wenn du während einer Schlacht ein Meistersiegel findest, wird es deinem Vorrat automatisch hinzugefügt. So. Okay. Unterstützungslevel erhöht. Du hältst Rowans Schnalle, Lisas Notgroschenbörse. 10 oder mehr Gegner besiegt, trotz des Nachteils. Jetzt Lyanna ist nun verfügbar. Darian verfügbar, Lucina. Der Tempel in einem Feldlager steht nun offen. Du kannst jetzt den historischen Modus spielen. Unsichtbare Bande wurde hinzugefügt. Neue Karten. Neue Karten werden wahrscheinlich... Das ist Kapitel 9, also nicht. Wir gehen natürlich weiter die normalen Dinge. Okay, dann würde ich sagen, ich beende die Folge jetzt hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge schauen wir, wie es hier weitergeht. Ciao. Euer Gladius.